Der seit 10 Jahren aktive Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra hat am Montag eine 5 Kilometer hohe Aschewolke ausgestoßen. Verletzte habe es keine gegeben. Das indonesische Vulkanzentrum empfahl Anwohnern, sich dem Krater nicht mehr als 5 Kilometer zu nähern. Eine dicke Ascheschicht bedeckte Häuser im Umkreis von bis zu 20 Kilometern. In den vergangenen Jahren mussten rund 30.000 Anwohner ihre Häuser an dem Vulkan verlassen. Der Sinabung ist einer von derzeit 2 eruptiven Vulkanen Indonesiens. Bis 2010 war er 4 Jahrhunderte inaktiv gewesen. Seitdem kamen bei Eruptionen 25 Menschen ums Leben.